Ein Waldarbeiter hat die Polizei gerufen, weil seine Arbeit von einem Umweltaktivisten sabotiert wird. Die Emotionen haben sich bereits hochgeschaukelt und die Lage ist brisant. Lassen Sie mal die Kettensäge runter! Hallo! Hallo. Lassen Sie die Kettensäge mal runter, aus dem Boden bitte! Ich hab Sie nicht verstanden. Lassen Sie die Kettensäge runter, was ist denn hier los? Ich hab Sie doch gerufen, ich muss hier arbeiten, ein paar Bäume absägen. Ich hab was Schlimmes gehört, ein schrecklicher Schrei. Es muss was Schlimmes passiert sein, meine Frau ist in diese Richtung gelaufen. Lassen Sie die Kettensäge, aber meine Frau, Sie müssen sie finden, bitte. Sie ist irgendwo hinten im Wald. In welche Richtung ist Ihre Frau? In diese Richtung. Arnold für 15, ich muss hier 31. arbeiten, das ist alles, das sind alles Tricks. Auch die Frau des Umweltaktivisten wollte sich an einen Baum ketten. Dazu kam es aber gar nicht mehr, weil sie sich verletzt hat. Wie genau, das wird selbst Mara Katic schockieren. Wo sind Sie reingetreten? Ich weiß nicht genau. Um Gottes Willen. Irgendeine Falle. Es tut so weh. Okay, Krankenwagen ist alarmiert. Ich versuche sie mal hochzustützen, dass wir hier rauskommen. Einen Moment. Sieht aus wie eine Bärenfalle. Dort stellte ich dann diese schwerverletzte Frau fest, die in diese Bärenfalle hier tappte. Und ja, Glück um Unglück ist es, wie gesagt, sie ist schon schwerer verletzt am Fuß. Aber der Fuß ist zum Glück noch dran. Herr Wagner, ich war noch nicht fertig mit Ihnen mit der Befragung. Ne? Ich wollte jetzt gerade meinen Chef mal anrufen, der hat immer Klarheit. Hier kommt, hier ist irgendwas, ich rufe ihn gerade mal Achso, an. Achso, für den Sie hier arbeiten. Ja, für gut. Ich arbeite, danke okay, schön. Ich habe eine Genehmigung, alles. Ja, ja, die würde ich gleich gerne mal sehen. Ne? Chef? Ja, ja. Hör mal, hier ist was im Wald, was im Busch, kann man ruhig so sagen. Hier ist irgendwas, Demonstranten, ich komme mit der Arbeit nicht. Du musst ganz, ganz schnell kommen, bitte mal. Die Polizei ist hier, eine Genehmigung habe ich da. Bitte, 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 komm ganz schnell mal. Hier ist eine Frau, angeblich Simulanten, das sieht man ganz klar. Tun Sie auch verletzt. Ey, so, Sie müssen das nicht bewerten, ne? Nein, 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 nein. So, das sieht, kommt. Das sieht, gucken Sie mal die Hände von der Dame an. Das sieht, ja, eben, das sieht nicht aus wie simuliert. Ich würde auch gerne den Herrn Kabach, den würde ich hier, was war Klabach? Klabach. Ich würde Sie auch ehrlich gesagt gerne befreien. Gut, ich bin hier auf die Bäume. Mir geht's gut, ich komme klar. RTW ist unterwegs. Ne? Oh, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Gott sei Dank, Schatz. Hören Sie mal zu. Kümmerst du dich drum? Also, so, Ihr Anliegen ist mir schon klar. Ne? Ich weiß ja, wie es um den deutschen Wald gestellt ist, dass es dem momentan nicht gut geht. Ne? Also von daher, Ihr Anliegen kann ich 100% verstehen. Bäume sind unsere Zukunft, waren auch unsere Vergangenheit. Aber nichtsdestotrotz zwei Sachen. Ich würde Sie gerne befreien. Ja. Und dann würde ich gerne wissen, ob der Herr Waage Sie auch bedroht hat. Weil das sah ein bisschen martialisch aus, wo er gerade mit der Kettensäge vor Ihnen stand. Ich habe halt nichts gehört. Das, Kopfhörer. Es ist erstmal wichtig, dass es meinem Schatz gut geht. Und ja. Sie fuchteln hier 2-3 Meter vor dem rum, wissen Sie? Ja, ja, gut, das war vielleicht so. Also ich hatte die Dinger an, ich habe es nicht gehört. Ich habe mich konzentriert, so viele Bäume hier abzusägen. Kommt mir alles sowieso komisch vor, aber... Hallo. Mach halt nur meine Arbeit. Also die Dame ist in eine Bärenfalle getreten. Auf den ersten Blick sah es schon so aus, als wäre sie ziemlich schwer verletzt am Fuß. Und was haben Sie mit den Händen gemacht? Ich habe nur alles Blut. Haben Sie nur reingefasst? Aber die Hände sind in Ordnung. Die Hände sind in Ordnung, es ist nur mein Fuß. Als seine Frau in die Bärenfalle getreten ist, hatte sich der 35-Jährige bereits an den Baum gekettet und den Schlüssel weggeworfen. Die beiden wollten mit ihrer Aktion die Rodung und Bebauung des unter Naturschutz stehenden Waldstücks verhindern. Das gebe ich Ihnen mal zurück. Ja, also in Ordnung ist das alles. Wir machen nichts Illegales hier oder so, ja. Aber es ist halt nicht ersichtlich, für welchen Bereich jetzt. Aber eine Baumaßnahme würde ja bedeuten, die holzen das hier ab und bauen hier. Ja, steht ja da. Errichtung eines Mehrfamilienhauses. Mitten hier? Mann. Ist ja eine Grillhütte. Nur hier. Schau mal, wer das einsam mag. Also, glaubst du das im Ernst? Also, mich würde halt mal interessieren, welche Fläche genehmigt ist. Da haben Sie aber keinen Plan von, oder? Nee, ich habe aber mal so geguckt, die Markierungen. Das sieht mir auch jetzt viel aus, aber der Chef kommt ja gleich. Das sind die Daten, was von dem Grundstück hier oder was hier von dem Flurstück betroffen ist. Genau, richtig? Der Chef bringt das gleich mit, alles im Bauplan, der liegt im Auto bei Ihnen. Da können wir mal gucken. Hier unten sind die GPS-Daten, das kann ich mir noch direkt mal angucken. Ob das so stimmt, weil ich kann mir nicht vorstellen. Das also, sind viel zu viele. Also es geht einfach darum, wir sind hier mitten in einem Waldstück. Ich weiß, das nutzen sehr viele Kölner hier auch zum Spazierengehen mit ihren Hunden, dass man hier auf einmal mittendrin ein Mehrfamilienhaus baut. Da kommt mir total komisch vor. Das ist ja auch Quatsch. Da ist ja viel zu viel Arbeit zu tun. Die Rede war von einer Grillhütte. Was Schönes, so ein paar Bänke und so. Und dafür aber hier, ein paar Bäume weiter. Hier steht ja was ganz anderes. Komisch. Der Chef kommt ja gleich. Er hat das alles im Auto liegen, die richtigen Pläne. So, wenn ich jetzt die Koordinaten miteinander vergleiche, dann stimmt das schon mal gar nicht, ne? Ich habe die Koordinaten jetzt mal hier.
Mit Ihrem Chef würde ich jetzt wirklich gerne mal sprechen, ne? Zeitgleich vor der Polizeiwache. Guten Tag, Frau Rothwald. Soll ich Ihnen mal helfen? Ja, das wäre lieb. Ist das für uns? Ja, ich habe die hier in der Nähe. Weil ich Wasser am Straßenrand gefunden. Dann habe ich die direkt eingepackt und mitgenommen. Warten Sie mal. Ich bin gerade zum Dienst erschienen und da habe ich unsere Paketzustellerin hier vor unserer Wache getroffen. Mit Tresoren. Da habe ich mich erst mal gewundert. Sie wollte aber tatsächlich mit den Tresoren auch zu uns. Deswegen habe ich ihr erst mal geholfen. Normal ist es aber nicht, dass eine Paketzustellerin mit einem Tresor hier bei uns auf der Wache erscheint. Eieiei, was für ein Krach. Ich habe Frau Rothwald draußen angezogen. Ich weiß auch noch nicht, was los ist. Genau, also ich bin Paketbotin. Wäre ich jetzt unschwer drauf gekommen. Ja, wie man sehen kann. Ne? Also ich war in meinem Lieferwagen Pause machen, habe mir gemütlich einen Kaffee getrunken. Und habe dann beobachtet, wie ein dunkel gekleideter Mann am Straßenrand einfach die zwei Tresore da abgestellt hat. Das kam mir sehr merkwürdig vor. Daraufhin habe ich dann die Tresore wieder auf meine Sackkarre und die dann hingebracht. Ja, Respekt. Also, und du hast sie jetzt draußen getroffen? Und ich habe sie draußen nur getroffen, habe mich gewundert, ob die für uns sind. Du bist ganz außer Atem. Die waren schwer. Glaube ich. Wo war das genau? Hier? Hier in der Nähe von der Wache sofort am Straßen. Achso, vorne da an der Straße. Ja, genau. Okay, das hatte ich gesehen. Sie wissen jetzt auch gar nichts, woher? Nee, ich weiß gar nichts. Ich war, wie gesagt, in meinem Lieferwagen, habe einfach Pause gemacht, mir gemütlich einen Kaffee getrunken und habe dann nur beobachtet, wie ein dunkel gekleideter Mann das da abgestellt hat. Dunkel gekleidet? Ja, also noch ein bisschen bessere Also eine schwarze Käppi hatte er auf. Ja. Scheinbares Alter, kann so sein. So 30, würde ich sagen. Hatte so blaue Symbole auf der Käppi. Hatte auch hier im Gesicht eine Blutwunde. Okay. Eine schwarze Haarfarbe? Dunkelbraun. Okay. Genau, hatte auch einen schwarzen Kapuzenpullover an. Eine graue Jogginghose, so im Ami-Design und schwarze Turnschuhe. Mhm. Aber okay. Mehr kann ich Ihnen jetzt leider dazu auch nicht sagen. Das ist das Einzige, was ich jetzt erkennen konnte. Okay. Nadja Stern gibt ihrem Kollegen die Seriennummer des großen Tresors durch. In der Datenbank findet Florian Winter daraufhin eine Meldung und ermittelt auch den Besitzer. Der ist ausgeschrieben nach Diebstahl, abhanden gekommen nach Diebstahl, zwei Tresore gestohlen. Sanitärheizungsbetrieb Patrick Jähnke hier in Köln, Poligstraße 53. Dann sag ich mal Bescheid, dass wir versuchen, den Herrn Jähnke zu kontaktieren. Ja, dann kann sie eigentlich schon. Ja, dann müssen Sie nicht länger warten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen da weiterhelfen. Ja, prima. Ja. Frau Evanau hat gerade eine Vermissensanzeige aufgegeben. Okay, Evanau. Dann ist ihr Mann. Dann nützt ja nichts, mache ich das gleich. Dann. Ja, dann können Sie eigentlich schon mit den Kollegen raus. Ich gucke mir die Tresore noch mal ein bisschen an und. Hallo, Sie sind Frau Nau? Ach, gut, dass Sie kommen. Hallo, Stern mein Name. Ja, ich habe schon gewartet. Ich bin Eva Nau. Ich möchte bitte meinen Mann als vermisst melden. Okay, eine Sekunde. Ich bin auch gerade erst zum Dienst erschienen. Okay. Geht sofort los. Ja, also ich möchte meinen Mann als vermisst melden. Er ist einfach nicht nach Hause gekommen. Wie heißt denn Ihr Mann? Leo Nau. Leo Nau. Leo ist auch der volle Name, ja? Genau. Okay. Ihr Mann ist nicht nach Hause gekommen? Seit wann? Ja, der ist jetzt schon 3 Stunden unterwegs. Der wollte längst nach Hause kommen. Wir haben einen wichtigen Termin. Okay. Wir wollen eine Wohnung besichtigen oder wir wollen schon den Vertrag unterschreiben. Und der, also ich verstehe das gar nicht normal. Der Termin ist so wichtig. Und er würde auf jeden Fall pünktlich kommen. Er hat gesagt, er ist pünktlich da. Wir suchen schon so lange nach dieser Wohnung. Ja, ich würde das mal an den Kollegen rausgeben. Ne? Die können ja mal gucken, ob sie jemanden mit der Personenbeschreibung finden. Dafür bräuchte ich aber erstmal eine Personenbeschreibung. Wie sieht denn Ihr Mann aus? Haben Sie gesehen, wie er heute Morgen zur Arbeit gefahren ist? Ja, also der ist dunkel gekleidet, hat so eine dunkle, schwarze Trainingshose an, ein Käppi, ja. Die Käppi, irgendwie was Besonderes, oder? Ja, die ist schwarz, die hat er meistens so nach hinten, ja. Ach so, Sie haben gesagt, Ihr Mann war arbeiten. Genau. Wo arbeitet der? Haben Sie da schon mal angerufen? Ja, der arbeitet bei Sanitärheizung Patrick Jähnke. So, und er wollte das aber früher freimachen. Patrick Jähnke, ja? Sanitär und Heizung? Genau. Okay. Damit er pünktlich ist. Das war alles abgesprochen, war gar kein Thema. Und auf Arbeit haben Sie schon angerufen? Ja, aber da habe ich auch keinen erreicht. Okay, ich habe da jetzt auch schon vielleicht eine Idee, was wir machen können. Unterdessen auf der anderen Rheinseite. Dankeschön erstmal, ja? Sie sind der Herr? Gierig. Gierig? Ja.
Ich hoffe, da ist der Name nicht Programm, ne? Nein, ist nicht Programm. Ja, also ganz ehrlich, weil ich bin jetzt selber verwundert darüber. Sie haben eine Baugenehmigung von der Stadt Köln für Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage und 5 Stellplätzen mitten hier in der Natur. Ich meine, klar, so eine Aussicht will natürlich jeder haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt Köln das erteilt hat. Und jetzt habe ich gerade die Koordinaten mal verglichen und die stimmen überhaupt nicht mit dem, was sie überhaupt abholzen dürfen. Die Berechtigung von der Stadt ist ja da. Ja, aber für eine Grillhütte, nicht für ein Mehrfamilienhaus. Entschuldigen Sie. Also, wer sind Sie denn überhaupt? Wir hatten lange im Vorfeld schon mit dem Amt, mit der Forstbehörde gesprochen. Von einem Mehrfamilienhaus wurde ganz klar abgelehnt. Wer sind Sie? Eine Grillhütte. Das ist eine Aktivist. Wir sind die Einzigen, die sich für den Wald einsetzen. Herr Kaller, ganz gut. Das ist ein Aktivist, der hat sich hier an den Baum gekettet, weil der sich für die Bäume eingesetzt hat. Ne? Ist das hier privat oder öffentlicher Wald? Das wird ein öffentlicher Wald sein hier. Und da haben Sie die Genehmigung für gekriegt? Ich habe die Genehmigung. Das stimmt doch hinten. Das stimmt doch hinten. Ich war gestern mit meinem Mitarbeiter. Ich habe beim Anzeichnen der Bäume, die gefällt werden sollen, habe ich ja eine Genehmigung für, die Sie ja in der Hand haben. Und ich habe das kontrolliert und es stimmte alles. Ihr Mitarbeiter sagt aber, dass diese Markierungsbänder überhaupt nicht konform sind beziehungsweise nicht von ihm stammen. Das ist irgendwie komisch. Wir haben noch mal dieses Zeichen drauf. Doch, die sind jetzt irgendwie. Ja, aber wieso? Die stammen ja von der Rolle. Das sind die Bänder, mit denen wir immer arbeiten. Haben Sie die selber da dran gemacht? Sie, nein, persönlich? Nein, ich war mit ihm zusammen. Ja, aber er war es ja offenbar nicht. Wir waren gestern zwar hier, aber wir haben gedacht, das ist alles komisch. Wir haben doch den Plan im Auto. Sagen aber wir mal es gucken. Ist doch jetzt ich verstehe das mit den Aktivisten hier nicht. Was soll das? Nee, die stören doch immer alles. Von dem Thema können Sie sich mal befreien. Ne? Schieben Sie das mal ganz weg in den hinteren Bereich Ihres Gehirns. Sagen Sie mir bitte, ob Sie hier Bärenfallen aufstellen. Wissen Sie, was eine Bärenfalle ist? Tellereisen. Ich weiß, was Bärenfallen sind. Ja, klar, sicher. Da ist eine junge Dame gerade reingetreten. Oder was hat sie die Hand verletzt? Ja? Nee, den Fuß. Ach, den Fuß. Ja, sie ist ziemlich schwer verletzt. Jetzt fragen wir uns natürlich, wo die Bärenfalle herkommt. Sie scheinen ja nicht so. Ich weiß es nicht, dass sie die Bärenfalle jetzt hier. Das geht wirklich zu weit. Warum sollte ich denn sowas machen? Den Beamten wird es langsam zu bunt. Stefan Sendera will einen Blick in den PKW des Bauunternehmers werfen. Doch das will der 45-Jährige mit billigen Ausreden verhindern. Wollen Sie mich verkaspern? Warum? Ich drehe Sie gleich an Ihren Hammelbeinen hoch und schüttle Sie einmal aus. Warum? Was denn? Das ist eine ganz andere Marke. Das ist nicht der Schlüssel für das Auto. Zeig doch mal. Ach, das ist das Auto von meiner Frau. Ja, also, soll ich Sie jetzt einmal ausschütteln? Weil Sie sind ja hier auch hergekommen. Entschuldigung, ne? ist gut. Also machen Sie sich ein bisschen verdächtig, ne? Ja, ist Ihre roten Markierungsbänder stechen mir auf jeden Fall schon sehr ins Auge. Ja. Die roten Markierungsbänder. Ach du Scheiße. Guck mal da unten im Fußbereich. Ah ja. Das Markierungsband wird immer gebraucht. Es geht nicht um das Markierungsband, es geht um Ihr Spielzeug da unten im Fußraum. Damit werden Sie bestimmt nicht auf den nächsten Kindergeburtstag eingeladen, ne? Hören Sie, okay, ich habe das positioniert. Es ist aber nur eine Abschreckung. Ich wollte niemanden verletzen. Ja, was denken Sie denn? Was denken Sie denn? Das ist ein Wald, der ist frei zugänglich. Da wollen vielleicht die Leute einen Spaziergang machen und Sie stellen da einfach diese Fallen auf. Das ist verboten in Europa. Es tut mir leid, ja. Bitte? Es tut mir leid, meine Güte. Es sollte nur eine Abschreckung sein. Was wollen Sie denn der Frau sagen, wenn die jetzt ihren Fuß verliert? Es tut mir leid. Ich versuche es wieder gut zu machen. Natürlich, ist richtig. Sie kaufen Ihren neuen Fuß, Herr Gierig, ne? Der Herr Gierig war ja gestern mit seinem Mitarbeiter hier und hatte die von der Stadt genehmigten Bäume markiert und hat sich dann aber, nachdem sein Mitarbeiter weg war, nochmal an den Bäumen zu schaffen gemacht und hat Bäume markiert, die eben nicht genehmigt waren, weil er hier nämlich sein Mehrfamilienhaus aufstellen wollte. Wäre das Ganze jetzt schiefgegangen und die Bäume wären tatsächlich gefällt worden, wäre unser Umweltaktivist nicht hier gewesen oder unsere Umweltaktivisten, wäre das, glaube ich, ziemlich doof ausgegangen für den Herrn Gierig. Weil ich glaube nicht, dass die Stadt dann gesagt hätte, ja gut, jetzt sind die Bäume weg, macht nichts. Also es hätte, glaube ich, einige Probleme für ihn gebracht. Der Bauunternehmer erhält eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Ehepaar wird sich auch weiterhin für den Umweltschutz stark machen.